Ha, Lero, wer im Moment beim Installieren von irgendeinem Paket mal folgende Meldung erhält: The repository is insufficiently signed by key bla 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 weak digest. Ne? Wenn man das kriegt, dann heißt das im Moment höchstwahrscheinlich, man hat eine apt-Version, also vom Installer quasi Programm, apt 127 oder neuer. Ja, ich habe jetzt hier Xenial, Servus oder wie auch immer man Ubuntu 16.04 ausspricht. Das hat die neue Apt-Version und die will keine Schlüssel mehr, ne? Schlüssel, Keys, die mit SH1 verschlüsselt sind, ne? Weil Ubuntu und Debian vertrauen SH1 nicht mehr, ne? SH1. So, dieser Hash-Funktion wird nicht mehr vertraut und wenn jetzt dann noch so ein Paket damit verschlüsselt ist, dann kommt die Meldung. Da muss man halt im Moment warten, bis jetzt zum Beispiel hier die Snappy Developer Tools nicht mehr SH1 verschlüsselt sind, sondern SH1 plus SH2 oder ganz was anderes und dann geht's weiter. Oder man installiert das Programm halt von einer anderen Distro aus, ne? Wo halt nicht apt 127 ist, sondern noch eine alte Version. Dann kriegt man es vielleicht auch noch zum Laufen. Aber ich muss hier im Moment warten und dann warten wir mal ab. Ich hoffe, ihr habt geholfen zu haben. Verbleibe mit freundlichen Grüßen und tschüss.